Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mass Effect. Wir haben hier neue Ausrüstung, das ist jetzt nichts Ungewöhnliches, und sind hier in der Inhaftier-Ebene. Da können wir jetzt als nächstes hoch zur Sicherheit. Und das müssen wir ja auch machen. Oder runter zur Sicherheit? Ja, sieht eher nach runter aus. Gut, wo sind wir jetzt? Okay. Noch ein Indoktrinierter. Ein Glück halt. Sie müssen am Boden gewinnen, Lieutenant. Wir wollen nicht, dass Sie sich verbarrikadieren. Locken Sie sie da raus. Okay, dann nehmen wir das mit. Und versuchen uns mal hier dran. Das sieht nicht gut aus. Naja, gut. Dann schauen wir mal, was drin ist mit Universalgel. Und schauen weiter, was hier weitergeht. Jetzt sind wir hier im Sicherheitsbüro. Das heißt, zum Labor geht's hier runter. Da geht's auch nochmal zu Arrestzellen. Und zur Wartung geht's da hoch. Ehrlich gesagt, gehen wir mal hier hoch und schauen, was hier oben ist, alles an. Dann haben wir nämlich diese Dings auch abgedeckt. Da geht's zum Fahrstuhl. Da geht's wahrscheinlich dann weiter. Haben wir sonst noch irgendwas hier? Nee, sieht nicht danach aus. Hallo? Ist da jemand? Ja, da ist jemand. Da kommen wir wahrscheinlich gleich nochmal hin. Aber später. Wir gehen erstmal hier lang. Ich weiß, das ist eigentlich unnötig. Aber vielleicht finden wir ja noch ein paar Sachen um. Ah, sehr schön. Der ist gehackt. Vielleicht finden. Nein. Sie soll sammeln. Ashley soll vorgehen. Oh, das ist ein. Das ist mal ein heftiges Teil. Aber auch fliegend macht er nicht viel. Davon haben wir auch noch irgendwo ein paar Gegner. Ah, das sind sie ja. Und noch ein Verwüster. Sehr schön. Was ist mit Ashley? Bleibt die jetzt immer hier stehen? Ah, okay, jetzt kommt sie. Eigentlich wollte ich sie ja vorschicken, aber irgendwie. Nochmal ein Indoktrinierter. Und nochmal ein Verwüster, der darf fliegen. Haben wir den jetzt? Nee. Wo ist er denn? Da ist er. So. Ah, das war jetzt eigentlich unnötig. Aber egal. So, jetzt sind wir da, wo wir eigentlich vorhin rausgekommen wären. Wären wir weitergegangen. Dieser Ort ist abscheulich. Sarens Forschungen müssen zerstört werden. Ja, da gebe ich mal recht. Da gebe ich der guten Tali recht. Aber, ja, und deswegen sind wir ja auch hier. Aber erstmal geht's hier weiter. Jetzt gehen wir noch runter zu den Arrestzellen. Mehr zum Sabotieren, um den anderen Team zu helfen, habe ich jetzt nicht gefunden. Aber vielleicht finden wir auf der anderen Seite, wenn wir da runtergehen, ja noch was. Hallo? Ist da jemand? Ja, zu dir kommen wir gleich. Müssen wir wahrscheinlich hier runter. Oh, oh. Ach, hier geht's runter. Was für ein komischer, komplexer Bau.
Da haben wir noch eine Zelle, so wir ja, untersuchen können. Sie sind kein Geht und sie tragen auch keinen Laborkittel. Dann bin ich wohl froh, Sie zu sehen. Lieutenant Gunter Innes vom 3. Infiltrationsregiment, während der Aufklärung gefangen genommen. Ich vermute, die Flotte wurde herbeordert, um die Basis zu zerstören. Der Funkspruch war undeutlich. Die Flotte wird nicht kommen. Verstehe. Dann müssen Sie das Infiltrationsteam sein. Ich kenne den Captain. Er wird wollen, dass die Einrichtung zerstört wird. Mein Team wurde verändert, indoktriniert. Er wusste von der Brutstätte. Aber die Indoktrination ist eine größere Bedrohung und weitaus furchterregender. Ich musste mit ansehen, wie gute Leute in hirnlose Hülsen verwandelt wurden. Es war nichts mehr von ihnen übrig. Andere starben während der Experimente. Und ich beneide sie darum. Wissen Sie etwas über die Experimente, die hier durchgeführt wurden? Sie studierten die Indoktrination. Symptome, Fortschritte. Saren benutzte sie zur Manipulation seiner Leute. Aber ich glaube nicht, dass er sie gänzlich verstanden hat. Viel mehr weiß ich auch nicht. Ich habe nur gesehen, was sie bei den anderen angerichtet haben. Machten leere Hülsen aus ihnen. Ich will so nicht enden. Lassen Sie mich bitte raus. Ich denke, wir können denen vertrauen. Der hört sich noch im Gegensatz zu dem anderen einigermaßen vernünftig an. Ich öffne Ihnen die Zelle, aber danach sind Sie auf sich allein gestellt. Sehen Sie nicht zurück. Vielleicht können Sie der Detonation entkommen, hm? Eine bessere Chance als die, die ich hatte, bevor Sie auftauchten. Danke, Mensch. Und viel Glück. Sie werden es brauchen. Gut. Die sehen gefügig aus. Ihr Verstand existiert nicht mehr. Warum hat Saren das getan? Das ist schlichtweg falsch. Öffnen Sie die Türen. Geben Sie ihnen eine Chance, der Explosion zu entkommen. Sind Sie sicher, Shepard? Bestenfalls verletzen Sie sich selbst. Wenn Sie noch einen Rest Verstand haben, könnten Sie ihn gegen uns richten. Ja, das stimmt schon, aber... Lassen Sie sie raus, sie werden uns nichts tun. Gut, wenigstens wird die Explosion dem ein Ende setzen. Sie ruft. Ich muss ihr folgen. So. Und sie greifen uns wenigstens wirklich nicht an. Ist ja immerhin etwas. Gut. Nichtsdestotrotz geht's jetzt zur Sicherheit. Da müssen wir wahrscheinlich diesen Fahrstuhl herunter. Nicht, da geht's im Labor. Moment, jetzt muss ich mal ganz kurz was nachschauen. Wenn ich jetzt hier lang gegangen bin. Wo geht's da? Ach so, das oben ist die Sicherheit, wo wir waren. Und das ist das Labor, wo wir hin müssen. Und das geht's durch den Aufzug. Okay, jetzt habe ich's verstanden. Es hat ein bisschen gedauert, aber ja, nichtsdestotrotz. Jetzt haben wir's. Jetzt müssen wir in den Laboren sein. Oh. Okay. Ja, Saren ist nicht hier. Diese Arbeit ist wichtig. Das ist die glorreiche Rettung meiner Spezies. Wir werden nicht die Arbeit vernichten, die wir hier begonnen haben. Tut mir leid, Doktor. Aber das ging leider nicht anders. Ist ja echt übel, was hier los ist. Da geht's weiter. Schauen wir mal, ob wir sonst noch was finden. Wie eine medizinische Station. Ah, warum habe ich jetzt... Na, falsche Taste gedrückt. Mist. Aber wir kriegen ja Medigel wieder. Was für ein Glück. Gut, wo geht's denn dann hier hin? Na, da wollte ich doch gar nicht anklicken. Zum Kommunikationsturm und da drüben geht's zum Brutlabor.
Dann müssen wir wahrscheinlich erstmal zum Kommunikationsturm gehen und den lahmlegen. Damit haben wir wahrscheinlich viel bessere Chancen. Zum Brutlabor, das hört sich eher so an, als ob das, als ob das dann weitergeht, die Story. Also ob wir dann nachher da hin müssen. So hätte ich jedenfalls das gesagt. Ob das so ist, weiß ich nicht. Lebt er noch? Nö. Ah, okay, die andere Richtung wäre eh noch nichts gewesen. Durch diese Tür müssen wir so oder so durch. Nicht schießen! Ich will einfach nur hier raus, bevor es zu spät ist. Ich werde Ihnen nicht wehtun. Wer sind Sie? Rana Panoptis, Neurospezialistin. Aber dieser Job ist es nicht wert, dass man für ihn stirbt. Oder Schlimmeres. Glauben Sie, die Indoktrination beschränkt sich nur auf Gefangene? Früher oder später wird Saren auch versuchen, mein Hirn zu zerschneiden. Ich dachte, das wäre eine Brutstätte. Nicht diese Ebene. Wir studierten den Effekt der Sovereign auf organische Gehirne. Jedenfalls hatte ich das gedacht. Saren hielt das alles so gut, es ging vor uns geheim. Sie haben ihm geholfen und wussten nicht mal warum? Ich hatte keine große Wahl. Diese Position ist ein wenig fester, als ich erwartet habe. Aber ich kann Ihnen helfen. Dieser Lift hinter mir führt zu Sarens Privatlabor. Ich kann Sie reinbringen. Sehen Sie? Voller Zugang. Sämtliche Privatdateien von Saren. Sind wir jetzt quitt? Kann ich gehen? Erstmal soll sie uns sagen, was sie genau erforscht. Was haben Sie hier studiert? Dieses Schiff, die Sovereign. Es sendet eine Art Signal aus. Nicht nachweisbar, aber vorhanden. Ich habe die Wirkungen gesehen. Saren benutzt sie, um seine Anhänger zu beeinflussen, zu kontrollieren. Man nennt das Indoktrination. Dem Signal direkt ausgesetzt zu sein, bewirkt, dass man sich in einen hirnlosen Sklaven verwandelt, wie die salarianischen Testsubjekte. Aber es gibt auch Kollateralschäden. Was denn für welche? Was meinen Sie mit Kollateralschaden? Das Signal der Sovereign ist zu stark. Wenn man zu viel Zeit in seiner Nähe verbringt, beginnt man es zu spüren. Wie ein Kitzeln am Hinterkopf. Wie ein Flüstern, das man nicht richtig hört. Man wird zu Sachen gezwungen, weiß aber nicht warum. Man gehorcht einfach. Schließlich hört man auf, selbstständig zu denken. Das passiert jedem in dieser Einrichtung. Mein erstes Testsubjekt war der Mann, dessen Ersatz ich war. Jetzt will ich einfach nur hier weg, bevor mir das Gleiche passiert. Ja, das kann ich gut verstehen. Warum erforscht Saren das alles? Ist nicht er derjenige, der hier die Fäden zieht? Das Signal kommt von dem Schiff. Es sorgt dafür, dass wir Saren gehorchen. Aber ich glaube nicht, dass er es kontrolliert. Wahrlich nicht. Ich glaube, er hat Angst, dass es auch ihm befallen könnte. Indoktrination läuft subtil ab. Wenn die Auswirkungen erkennbar sind, ist es meistens schon zu spät. Das war doch mal sehr interessant, nicht wahr? Erzählen Sie mir mehr über dieses Signal. Signal ist vielleicht nicht das richtige Wort. Das Schiff strahlt eine Art Energiefeld aus, das die Gedankenmuster verändert. Nach einer gewissen Zeit, Tage, vielleicht auch Wochen, schwächt es auch den Willen. Man ist einfacher zu kontrollieren und zu manipulieren. Es ist jedoch ein degenerativer Zustand. Es gibt ein Gleichgewicht zwischen Kontrolle und Nutzen. Je weniger Freiheiten ein Subjekt hat, desto weniger fähig wird es auch. Ich würde sagen, sie ist frei. Ich kann es gut nachvollziehen, dass sie hier weg ist. Und wir sind ja kein Monster. Ich werde diesen Ort zur Hölle und zurücksprengen. Wenn Sie lebendig hier rauskommen wollen, sollten Sie lieber die Beine in die Hand nehmen. Was? Sie können nicht? Ich werde nie... Oh. Oh. Ich habe es genossen. Der Spruch war ja gut. Okay, ja, wo sind wir jetzt? Was haben wir hier alles? Warum? Bei mir hat es gerade ein ganz kleines bisschen geruckelt. Ja. Keine Ahnung warum. Aber jetzt läuft es anscheinend wieder. Ja, okay, das ist in Ordnung. Wo sind wir jetzt? Moment mal.
kann man nicht von hier. Ging es dann da weiter? Ich bin gerade ein ganz kleines bisschen... Ah, verstehe. Da kommt man gar nicht weiter. Das habe ich gar nicht gesehen. Das ist eine Brücke. Die müssen wir erst noch runterlassen. Das heißt, wir können da noch gar nicht hingehen. Okay, das vereinfacht das Ganze natürlich. Das habe ich gar nicht gesehen gehabt. Ich dachte, hier kommt erst diese Gabelung. Aber umso besser, finde ich. Okay, dafür ist es ein bisschen linearer, aber dann wissen wir wenigstens, wo wir hin müssen. Okay, ein Fahrstuhl. Wie sollte es auch anders sein? Was sagt unsere Karte? Ah, nicht viel. Commander, sehen Sie doch. Noch ein Sender. Wie der auf Eden Prime. Interessant. Kommunikationssteuerung. Sehr interessant. Dann wollen wir doch da mal hingehen. Das ist doch genau etwas, was wir gesucht haben. Gut, waren das jetzt die fehlenden Informationen? Die Salarianer zählen auf uns, Shepard. Wir dürfen sie nicht im Stich lassen. Das war anscheinend jetzt wichtig. Aber viel mehr können wir jetzt auch nicht machen. Ich habe das Gefühl, als ob bald was Schlimmes passieren wird. Sie sind's nicht. Was ist das? So eine Art VI-Schnittstelle? Rudimentäre Kreaturen aus Fleisch und Blut. Sie stimulieren meinen Verstand, wie sie im Dunkeln stochern und unfähig sind zu verstehen. Ich bezweifle, dass es eine VI ist. Es gibt eine Existenzdimension, die so weit von ihrer eigenen entfernt ist, dass sie sich nicht vorstellen können. Ich bin jenseits ihrer Vorstellungskraft. Ich bin Sovereign. Okay, das Schiff. Sovereign ist nicht nur ein Reaper-Schiff, das Saren gefunden hat. Es ist ein Reaper. Reaper. Eine Bezeichnung, die die Proteaner erfanden, um der Zerstörung einen Namen zu geben. Aber letztendlich ist es irrelevant, wie sie uns nennen. Wir sind einfach. Die Proteaner verschwanden vor über 50.000 Jahren. Sie können nicht dabei gewesen sein. Das ist unmöglich. Organisches Leben ist nichts weiter als eine genetische Mutation. Ein Unfall. Ihr Leben wird in Jahren und Dekaden gemessen. Sie verwelken und sterben. Wir sind ewig. Die Spitze der Evolution und Existenz. Verglichen mit uns sind sie nichts. Ihre Ausrottung ist unausweichlich. Wir sind das Ende von allem. Ich würde sagen, wir halten sie auf. Ganz egal, wie ihr Plan aussehen mag, er wird scheitern. Dafür werde ich sorgen. Zuversicht geboren aus Unwissenheit. Der Zyklus kann nicht durchbrochen werden. Zyklus? Was für ein Zyklus? Das Muster hat sich bereits öfter wiederholt, als Sie es begreifen können. Organische Zivilisationen erheben sich, entwickeln sich, schreiten voran. Und am Gipfel ihres Ruhms werden sie ausgelöscht. Die Proteaner waren nicht die Ersten. Sie waren es nicht, die die Zitadelle schufen.
Sie waren es nicht, die die Massenportale schmiedeten. Sie fanden sie einfach. Die Hinterlassenschaft meiner Art. Okay, das heißt, die Reaper haben die Sachen gebaut. Warum sollten sie die Massenportale bauen, nur um sie von jemand anderes finden zu lassen? Ihre Zivilisation basiert auf der Technik der Massenportale. Unsere Technik. Indem sie sie nutzen, entwickelt sich ihre Gesellschaft auf dem Weg, den wir für sie vorgesehen haben. Wir zwingen dem Chaos der organischen Evolution eine Ordnung auf. Sie existieren, weil wir es ihnen erlauben. Und sie werden enden, weil wir es fordern. Sie ernten uns ab. Sie lassen uns so weit entwickeln, wie sie es wollen, und dann löschen sie uns aus. Warum sie das tun, das ist eine sehr gute Frage. Was wollen sie von uns? Sklaven? Rohstoffe? Meine Art übersteigt ihren Verstand. Jeder Einzelne ist eine Nation. Unabhängig, bar jeder Schwächen. Sie können nicht mal die Art unserer Existenz verstehen. Und wer hat ihn erschaffen? Und woher kommen sie? Wer hat sie erbaut? Wir haben keinen Anfang. Wir haben kein Ende. Wir sind unendlich. In Millionen von Jahren, wenn ihre Zivilisation längst erloschen und vergessen ist, werden wir noch bestehen. Und die letzte Frage. Wo sind die restlichen Reaper? Sind sie der letzte ihrer Art? Wir sind Legion. Die Zeit unserer Rückkehr ist gekommen. Unsere Anzahl wird den Himmel jeder ihrer Welten verdunkeln. Sie können ihrem Untergang nicht entkommen. Doch, können wir. Wir werden sie aufhalten. Sie sind nicht mal lebendig. Nicht wirklich. Sie sind nur eine Maschine und Maschinen können zerstört werden. Ihre Worte sind so leer wie ihre Zukunft. Ich bin die Vorhut ihrer Zerstörung. Dieser Austausch ist jetzt möglich. Commander, wir bekommen Ärger. Schießen Sie los, Joker. Dieses Schiff, die Sovereign, sie bewegt sich. Keine Ahnung, was sie da unten gemacht haben, aber das Ding hat gerade eine Wende gemacht, die jedes unserer Schiffe in zwei gerissen hätte. Nicht sie gut. In ihre Richtung, und zwar schnell. Sie müssen fertig werden, schnell. Das Ding ist Schrott. Befehle, Commander? Brechen wir auf zur Brutstätte. Joker kann uns einsammeln, sobald wir die Bombe gesetzt haben. So, und an dieser Stelle würde ich sagen, machen wir einen kleinen Break. War doch jetzt eine sehr interessante Folge, nicht wahr? Da wurden sehr viele Antworten gegeben. Nun gut, aber nichtsdestotrotz machen wir hier Schluss. Dann macht's mal gut und danke fürs Anschauen. Bis zur nächsten Folge. Tschüss!